Hallo, liebe Camper. Hier ist wieder ein kleines Video von Mika Caravan. Dieses Mal habe ich mal kein Technikvideo, sondern ein Fahrzeugvideo. Warum mache ich das? Weil ich das Fahrzeug euch vorstellen möchte. Ein Weinsberg. Ich finde ihn wirklich klasse. Ich gehe mal ein bisschen zurück. Den habe ich gerade reinbekommen. Ich möchte ihn euch vorstellen aus einem bestimmten Grund, weil der zum Verkauf steht und eine richtig tolle Ausstattung hat. Also ich laufe mal rum. Also zum einen gefällt mir schon mal die Farbe, die finde ich schon mal richtig grandios. Mal was anderes wie das Weiß. Also er fällt richtig gut auf, wobei ich finde es nicht negativ. Also mir gefällt er wunderbar. Schaut richtig klasse aus. Teilintegriert auf Fiat Ducato Basis. Mit einer Goldschmidt-Luftfederung und natürlich auch den entsprechenden Reifen. Momentan aufgelastet, kann man aber auch gern wieder ablasten, ist überhaupt kein Problem. Und das Fahrzeug möchte ich euch einfach mal vorstellen. Zum einen haben wir hier eine wunderschöne Garage im Heck verbaut. Mit einem Fahrradträger integriert, wo man die Fahrräder, also drei Fahrräder, große Fahrräder, passen hier ohne Probleme rein. Dann haben wir hier zu unserer Rechten die Gasbehältnisse mit dementsprechend den Filtern und auch der automatischen Umschaltung. Falls mal eine Flasche leer wird, schaltet automatisch um. Erspart, dass man nachts raus muss. Hier liegen noch die alten Federbeine und das Zubehör Standard, wo dabei war, weil ja Goldschmidt drin ist. Ich kann auch gerne mal hier runtergehen, mal schauen, ob man das sieht. Hier sieht man die Blasebalg. Jawohl, da kommen sie zum Vorschein. Richtig hochwertig. Kann man mitnehmen, muss man nicht mitnehmen. Der Kunde ist auch bereit, dass wir die ausbauen. Dann kann man das Ganze auch ohne haben, wenn man das möchte, auf 3,5 Tonnen. Ist überhaupt kein Problem. Aber man kann es natürlich auch mithaben, weil das Fahrzeug hat natürlich durch die Goldschmidt-Federn, hier sehen wir nur die Verpackungen, einen ganz anderen Fahrkomfort. Ne? Also durch die Reifen und der Goldschmidt-Luftfederung, also das ist natürlich schon Fahren auf höchstem Niveau, muss man ganz klar sagen. Von außen brauche ich jetzt nicht viel sagen, weil es ist natürlich ein Wohnmobil. Jetzt gehen wir mal rein in die gute Stube. Und stellen euch hier mal das Fahrzeug vor. Auch hier die Dinette, klar. Hier haben wir das Fahrerhaus entsprechend mit Rückfahrkamera, Navigation, alles verbaut. Hier oben ein schönes großes Dachfenster, wo natürlich jetzt verbaut ist, geschlossen ist, Entschuldigung. Und auch ein Hubbett. Ich lasse das mal runter. Manuell betrieben. Hier hat man schön Platz, also das ist ein richtig schönes Hubbett. Da können zwei erwachsene Personen ohne Probleme drauf schlafen, überhaupt kein Thema. Sehr leicht zu bedienen. Hier haben wir das CB Plus von Truma. Ein Fernseher ist auch verbaut mit der dementsprechenden Satzschüssel auf dem Dach. Dometic Kühlschrank, sehr schöner, großer Kühlschrank. Also da hat man richtig Platz. Oh, da steht sogar nur der Senf. Also richtig toll. Dann hier hinten zwei Einzelbetten, wo man natürlich dementsprechend auch hier zum Doppelbett machen kann. Zieht man einfach raus und macht hier nochmal zu. Ganz klar. Dann hier oben noch Stauräume. Wunderschön. Also schön verbaut. Also mir gefällt es unwahrscheinlich hier. Schaut richtig toll aus. Das Fahrzeug ist neuwertig, hat 18.000 Kilometer auf der Uhr. Mal da drunter gehen, toll. Hier ist Badezimmer. Ausschick mit der Zwischentür, hier kann man nämlich die Tür hier auf der Seite wieder verschließen. Jetzt hat man hier Dusche entsprechend. Genau. Und kann sich hier wunderbar umziehen, frisch machen. Hier hat man die Möglichkeit Toilette. Hände waschen, alles toll. Und Schlafraum im Prinzip getrennt vom vorderen Bereich. Und kann die Tür natürlich auch hier wieder zumachen. Zack,
in die Richtung, perfekt. Also ist eine tolle Sache. Hier haben wir dann noch einen tollen Durchgriff in die Heckgarage, wenn man das möchte. Dann haben wir hier den Kleiderschrank. Hier kann man hängen, Kleiderstange zum Hängen. Und auf der Seite haben wir auch nochmal einen Kleiderschrank, wo man legen kann. Entsprechend. Hier unten haben wir noch ein bisschen Technik verbaut. Kann man vielleicht das eine oder andere auch noch verstauen. Überhaupt kein Thema. Also bietet auch richtig viel Platz. Mir findet das Fahrzeug richtig toll. Hier haben wir die schöne Küche. Auch sehr ordentlich verbaut mit einem Dreiflammenherd von Dometic. Hier haben wir den Wasserhahn. Klar, ist jetzt natürlich abgeschalten, logisch. Also Schubkasten, sehr wertig, sehr toll. Also zack, Soft Close, ganz klar. Hier haben wir auch wieder einen langen Stauraum. Kriegt man richtig viel rein. Also macht richtig. Hier haben wir sogar noch ein bisschen was. Guck. Also richtig toll. Gut gepflegt, sauber erhalten. Also ist, wie gesagt, ist neuwertig das Fahrzeug, macht richtig Spaß. Also wenn da Interesse bestehen würde, der steht momentan hier bei uns in Dinkelsbühl, kann besichtigt werden, ist überhaupt kein Thema. So. Also ich finde es richtig toll. Schauen wir mal wieder raus und jetzt zeige ich euch noch außen den Elektrokasten, also sprich die Wasserthematik, das haben wir auf der Seite hier verbaut. Da haben wir nämlich auch nochmal die Klappe, wo man dann hier schön den Wassertank zugänglich hat und auch den Stromanschluss mit dem Sicherheitsventil, Frostwächter, also alles schön zugänglich. Die Elektroeinheit ist unter der Dinette verbaut, wo man ohne Probleme hinkommt. Also echt ein tolles Fahrzeug, top gepflegt. Ich kann es nur empfehlen, wenn Interesse besteht, jederzeit anrufen. Wie gesagt, er steht gerade hier in Dinkelsbühl und da kann er begutachtet angeschaut werden. Überhaupt kein Thema. In diesem Sinn wünsche ich euch alles Gute, ein wunderschönes Wochenende und das nächste Mal gibt es wieder ein Technikvideo. Bis dann, macht's gut, tschüss.